So, da sind wir wieder. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben uns hier ausgeloggt. In der Safe Zone kann man sich leider oder Gott sei Dank auch nicht ausloggen. Was natürlich auch dazu dient, dass man ja nicht in Sicherheit ist, wenn man sich ausloggt. Und wir kriegen gleich auch unser Lift zu unserem Little Bird. Ich sollte mal was essen. Was der für einen Hunger hat. Unglaublich. User joined your channel. Hallo. Juhu. Dann wollen wir dich mal liften. Das wäre natürlich sehr schön. Augen, Stirn, Oberarme. Am besten alles, am besten alles. So dass man mich nicht mehr erkennt. Das hilft dir nicht. Die haben Gespür für Admins. Du bist ja nicht weit von Lenzburg, ne? Ich warte dann einfach mal direkt vom Händler. Jo, noch 2000 Meter. Juhu, endlich mein Little Bird abholen. Und an der nächsten Ecke verlieren. Nein, ich habe heute schon einen verloren, danke. Ich habe kein Gold mehr. Abgeschossen worden? Ja, beim Sektor. Aber dadurch, dass ich vorher hier dieses Aufschließen trotz Schlüssels hatte, hat Adam mir die Genehmigung gegeben, mir einen neuen zu kaufen. Daher war das nicht ganz so tragisch, aber ich habe trotzdem kein Geld mehr, um mir einen neuen zu kaufen. Wie viel Gold habe ich denn? Nee, 4 Gold kriegt man kein Little Bird. Das könnte vielleicht für die Kufe reichen oder so. Für die Engine reicht's. Ah, ich sehe dich. Ich sehe dich. Was willst du heute machen? Ich weiß es noch nicht. Also erstmal den Little Bird abholen, dass er dann nicht auf der Insel ist. Entschuldige, ich bin noch ein bisschen geschwankt. So, und ab zur Insel. Oben, unten, mittig? Du weißt doch, wo der Little Bird stand. Nee. Nee? Da, wo Auf wir immer gelandet Pelikon sind. nicht. Auf Ach, du meinst auf der Suchenfeldinsel? Ja, genau, meine ich doch. Ah, okay. Da an Nick wurde heute schon einmal angeschossen, abgeschossen. Dann fliegen wir aber so weit wie möglich über dem Wasser, oder? Nicht, dass wir hier weggeschossen werden. Ach, das geht eigentlich. Ich bin ja schon ein paar Mal, die sind im Moment mehr mit sich selbst beschäftigt als mit Helis. Die rechnen noch mit keinem, das ist unser Vorteil. Wie viele Ach. Helis sind denn zurzeit unterwegs? Zwei, maximal drei. Also mit dir sind es vielleicht zwei, drei bis vier. Also, Puffel und Tiggi haben einen, wir haben einen, du hast einen und ich glaube, dann hört es auf. Adam hat noch Anderen haben keinen. einen. Anderen haben ihren verloren. Weißt du, die gestern gesagt haben, sie sind in der Safe Zone gestorben und Adam hat den 60 OZ gegeben. Den Little Bird haben sie, davon haben sie sich dann Little Bird gekauft und den haben Wieder sie sofort verloren. wieder geloren. Ja. Ich Man glaube, das ist muss. jetzt sogar Tiggis und Puffels. Ja, das war's, das so drei. Und dann auch nur Little Birds, also was anderes habe ich noch nicht gesehen. Drachennoten vielleicht. Einen Sektor alleine zu machen, das ist. Sind frei. Ich wollte schon Kamikaze sagen. Das trifft es aber auch. Das letzte Mal, wie viele Mann waren wir? 5 Mann beim letzten Mal, wo wir versucht haben und trotzdem kläglich gescheitert. Ja, wir sind jetzt heute auch kläglich gescheitert, aber eher daran,
dass die Munition nicht gereicht hat. Also man braucht viel, viel mehr Munition. Wir waren diesmal besser vorbereitet. Wir hatten uns ein Boot hingestellt für die Helis, munitioniertes. Adam hat sich auch so ein Dokument mitgenommen, um so ein DSHKM-Geschütz aufzubauen. Mhm. Aber die Munition hat einfach nicht gereicht für 6 Helis. Dann wurde halt auch noch der Little Bird abgeschossen, weil Tiggy ja unbedingt meinte, ich soll so dicht wie möglich anfliegen. Und ich war so blöd und habe natürlich drauf gehört. Daraufhin war der natürlich futsch. Damit war das Air-Taxi dann auch weg. Und an also Kleinigkeiten, also im Prinzip am Feintuning ist es gescheitert. Wissen wir, dass die Munition nicht gereicht hat für die Helis, um die rechtzeitig runterzuholen. Und da will jemand tatsächlich die Kombination von diesem Safe haben. Ist es sein Safe und er hat die Kombination vergessen, oder wie? Ja, genau so sieht's aus, Schatzi. Genau so sieht's aus. Aber er hat dann ein Safe. Scheint das gerade ein bisschen ruhig zu sein, wa? Ja. Kann mich. Ja, die meiste Action ist momentan Mutens und Münchenstein. Also gerade Münchenstein, Schatzbach. Da beballern sie sich seit 4 Stunden, glaube ich. Okay, das heißt auf gut Deutsch die Ecke erstmal meiden. Ja. Also vorhin waren es 6 bis 8 Leute. Ich muss mir erstmal ein Safe zulegen, aber... Dafür braucht man dann wiederum erstmal Gold. Also wenn wir nicht beide bräuchten, würde ich dir ja sagen, wir geben dir einen ab, aber die sind voll bis oben hin. Bis auf Gold. Sei mir nicht böse, aber ich setze dich hier ab. So, siehst du da? Da ist er doch, oder? Nee. Wo ist er denn? Ich sehe den gerade nicht. Ich will keinen Code geben. Ich weiß nicht mal, ob das sein Safe ist. Richtig. Davon ab kann ich das auch gar nicht. Irgendwo weiter links waren wir, glaube ich. Wohl, irgendwo hier sind wir eigentlich. Hier war der andere. Siehst du? Obwohl die anderen haben gesagt, da war noch ein Little Bird. Wo suchen? Vielleicht hattest du ja denselben Bug wie ich mit meinem Little Bird. Das heißt? Ich hatte das, dass der sich, trotz dass der Schlüssel die ganze Zeit existiert hat, dass der sich selbst aufgeschlossen hat und ich konnte auch keinen mehr reproduzieren. Das heißt, der galt dann als offenes Vehikel. Und wenn ich mir dann eins spawnen darf oder kaufen darf, dann darfst du das auch. Du darfst sowieso alles davon ab, aber... Ja, aber ich will das Admin-Tool ja nicht nutzen. Ja, aber wenn das deswegen ist, dann darfst du es. Weil dann würdest du das auch für jeden anderen so machen. Warum sollst du dich selbst benachteiligen? Ich weiß, das kann ich bei anderen gut sagen, aber bei mir selbst kann ich das auch schwer umsetzen. Ich schau mal auf die Karte. Und Tatsache... Hinten, ne? Auf der anderen Seite steht ein Heli. Ja. Ein Little Bird. Dann mache ich mal das Admin-Tool wieder aus. Und lauf darüber. Okay. Die 1000 Meter kann ich laufen. Okay. Ich danke dir. Das ist mein Ding. Ich bin nur froh, wenn ich hier weg kann, ne? Bevor die auf mich schießen. Ich habe mir extra einen Engine und Rotor gekauft. Das ist löblich. Und wenn er jetzt tatsächlich weg sein sollte? Dann darfst du dich genauso supporten, wie du alle anderen supporten würdest. Dann ruf ich dich. Oder administrieren. Dann ruf ich dich. Ja, ne? Teleport to me. Sofort. Ich raste gleich aus. Ja, genau so. Oh Gott, das sind Hampelmänner gewesen. Mhm. Da kannst du sagen, was du willst. Die sagen, das steht nicht in den Regeln, dass man nicht cheaten darf. Ich hab echt gedacht, das ist ja wohl...
Habe ich auch gedacht, ist Genauso klar. argumentiere ich auch immer, genauso. Da fragt man sich wirklich, ist da noch gesunder Menschenverstand vorhanden? Einem Kollegen helfe ich jetzt auch bei seinen Regeln für seinen Minecraft-Server. Als ich mir die Regeln von ihm durchgelesen habe, musste ich schmunzeln. Da habe ich gesagt, alles klar, ich komme auf deinem Server und sorge dafür, dass der halbe Server gebannt wird. Da haben die eine Regel drin gehabt, in Minecraft PvP, man darf sich 150 Blöcke der anderen Gebäude nicht nähern. 34. Da habe ich auch gedacht, ja, nee, ist klar. Oh Mensch, ich speise. Da waren auch eben noch 50 Leute an online, aber vielleicht weil eben noch 50 online waren. Oh, ich höre Heli. Ja, noch wahrscheinlich. Uwe hier und schreibt Blödsinn. Es hört sich nicht nach Little Bird an. Nicht, dass du einen dicken gibst. Schatzi, wie sieht's bei dir aus? Kannst du eine Zigarette machen oder schlecht? Gelbe durchgezogene Kette gefällt mir nicht. Oh, Scheiße, der wirft ab. Der wirft ab. Ja, du hast getriggert. Ob Auslocken hilft? Adam ist auch gut auf dem Feld, spawnt nix. Ach, dieser Spritti, der ist echt. Oh Gott, oh Gott. Habe ich dich schon mal gefragt, ob du den schon mal im Support hattest, oder? Wem? Den Lappen? Spritti-Lappen. Ich glaube schon. Ich glaube, das war Spritti, der so schlimm ist. Das war letztens auch so gut. Warum kann ich mein Fahrrad nicht aufnehmen? Aber ist mit dem Fahrrad eine fette Scheune gefahren, wo das Fahrrad dann halb so im Boden versinkt, dass du es nicht mehr angehen kannst. Warum kann ich das nicht mehr aufnehmen? Vielleicht, weil Fahrräder für draußen gemacht sind, nicht für drinnen. Ich weiß nicht. Warum ist mein Auto explodiert? Weil du gegen einen Zaun gefahren bist. Ja, aber es war noch grün. Ja, du bist trotzdem volle Kanade gegen gefahren. Ja, der gesunde Menschenverstand, der ist bei manchen nicht vorhanden. Kannst du mir dann wenigstens mein Gier ersetzen? Nein, du bist gegen den Zaun gefahren. Ja, aber wenigstens das Auto. Ich so, nein, du bist immer noch gegen den Zaun gefahren. Kannst du mich dann dahin teleportieren? Ich so, nein, du bist immer noch gegen den Zaun gefahren. Ja, jetzt muss ich den ganzen Weg laufen. Ich so, ja, Spawn in Muttenz hast 300 Meter. Nee, das ist viel weiter. Spawn in Muttenz, oh, du hast recht, sind 300 Meter. Oh, Mann. Aber im Support bin ich lieber. Da hört sich das nicht so gemein an. Ja, manchmal denke ich mir einfach, lieber Gott, lass wieder die Gehirne wachsen. Ich komme da nicht hin. Whatever killed your bitch as friend, you kids suck. Eieiei. Aber das kann ja nicht sein, dass der Heli so die Position wechselt. Hast schon mal versucht auszulocken, aber dann und? Der Heli? Ja. Den ich getriggert habe? Ja. Nö. Hört sich aber auch nicht so an, als würdest du das wollen. Richtig. Okay. Wenn sie mich erwischen, dann ist es so. Okay. Hat sie das Phantom noch online? Das ist nicht mein Heli. Dann hast du auch den Bug gehabt.
Dann wird ihn jemand mitgenommen haben. Weil ich möchte mich zu 100% aus dem Fenster legen, dass momentan noch niemand ein Hotwire-Kit besitzt. Ja. Dann wirst du das auch gehabt haben. Was habe ich im Paint gelassen, dass ich den Piloten da wegschießen kann? Der nervt mich nämlich. Not a bug, it's a feature, würde Adam sagen. Aber du hast was über die Serverregeln von Minecraft berichtet. Mhm. Oh, naja, die sind so schlecht geschrieben, dass ich mir gedacht habe, hilfst du dir mal bei den Regeln. Weil im Grunde genommen darfst du laut den Regeln alles und gar nichts. Äußerst profitabel. Mhm. Kurz gesagt, jeder kann sich mit allem raustreten und darf trotzdem nichts machen. Also im Prinzip könnte der Admin die Regeln zu seinen Gunsten auslegen und die Spieler. Richtig. Und da der Admin immer recht hat, ziehen die Spieler immer den Kürzeren. Richtig. So, gehen wir mal den Heli jagen. Also, wenn du nachher eine Bauanimation brauchst, ich baue nachher unsere Base. Baum. Kannst du gerne streamen. Das hört sich gut an. Ich bereite gerade schon alles vor, alle Wände und Böden. Muss ich nachher nur gucken, wer die wegkriege und wo ich dann das Baumhaus hinplatziere. Schießen die Helis zurück? Ja, ziemlich böse sogar. Okay. Also die Helis machen den meisten Schaden. Besser als die AI. Das heißt, es war vielleicht keine gute Idee, den Heli zu jagen. Nein. Willst du mit runterkommen, Schatzi? Yes? Okay, wo ist der Heli? Soll ich dich ziehen? Was ist ein MMT für ein Fahrzeug? MMT? Fahrrad oder sowas? Oder ein Fahrrad? MMT Mountainbike vielleicht? Die Heli jagt mich. Überraschung! Dankeschön, Schatzi. Hast du eine Idee, wo du gerne eine Base haben möchtest, irgendwo im Wald? Ein bevorzugtes Gebiet? Keine Ahnung, ist gut. Das liebe ich an den Männern. Frage, habt ihr Wünsche, Vorschläge, Ideen? Mach mal. Wenn ich dann mache, warum hast du denn das da gemacht? Wieso hier? Warum so? Mei.
den Piloten nicht. Ist dem, glaube ich, das auch noch. Wo bist du, Pilot? Bisher schießt er nicht zurück. Gerade auf? Nee, ne? Ich nehme gerade auf, ja. Glaubt, er hat keinen Gunner drin, deswegen schießt er nicht. Dann lassen wir den mal seine Runden ziehen. Ich weiß, ich verschieße ja nur Munition. Was schießt er? Sternhack. Den Schlüssel kann ich ja wegschmeißen. Bringt ja nichts mehr. Okay, ich habe keine Sternhack-Muni mehr. Habe ich noch was im Rucksack? Nein, auch nichts. Weißt du, welcher Little Bird das gewesen, die genaue Bezeichnung von diesem Little Bird? Sehe ich das an meinem? Ja. Du hattest auch den Sechser, ne? Ja. Um.
Willst du das dann deine? Warte mal, ich kann jetzt gehen. Geh einfach mal kurz. Wenn du einfach an deinen gehst und die Enter-Taste drückst, aber nicht bestätigst, dann siehst du die Bezeichnung des Bildes. Dann werde ich mich schnell zum Reader. Oder du kaufst mir einen. Dann supporte ich dich. Genau. Die nicht das spawnen, sondern lass das alles schön über den Support machen. Wenn ich nichts kann, aber das kann ich. Jemanden supporten. Ich habe keine Muni mit. Werde hoffentlich nicht. Jetzt schießt er auf mich. Jetzt schießt er. Jetzt hat er geschossen. Und er schießt besser als jeder AI. 80. Jetzt hat er geschossen. MH6J ist... Ja, magst du mich supporten, mir den holen? Soll ich dich supporten, wie ich jeden anderen supporte, genau. Und dich hierher holen? Genau. Dann machen wir das. Ich habe meinen Admin geportet. Moment, ich bin jetzt auch ein... Also, warte mal. Weiter ist Pilot. Mal kurz weg. Ja. Oder du steigst ein, das kannst du auch machen. Oder? Genau. Oh, Schlüssel ist drin. Wunderbar. Bitteschön. Als Pilot, unser Heli, wovon ich gestern schon so erzählt habe bei der Aufnahme, dass wir den heute abholen wollten. Naja, jetzt habe ich mir die Rototeile und Engine-Teile umsonst geholt. Aber kann man immer gebrauchen. Ich wollte gerade sagen, umsonst ist das nicht wirklich. So, wo fliegen wir denn hin? Erstmal Munition kaufen. Weiß ich am Craften. Ich denke, ich werde statt 30 Minuten die Folge machen, 20 Minuten. Einfach die Zeit zum Hochladen ist einfach enorm. Ja. Kein Nitro? Warum hat ein Littlebird kein Nitro? Weil es wahrscheinlich ungünstig wäre, wenn die D-Engine in der Luft kaputt gehen würde. Ich weiß es nicht.